18 Uhr. Fünf Monate waren wir zu Hause mit dem 5 o'clock day. Jetzt sind wir wieder da mit dem 5 o'clock day. Homeoffice und das neue Arbeiten, das ist auch das Thema dieser heutigen Sendung. Es geht um Covid-19 und was hat sich seither geändert in der Arbeitswelt. Und dazu begrüße ich von rechts nach links Bernhard Wiesinger, dass ich es noch rausbringe, von A1. Er ist verantwortlich für alle Liegenschaften bei der A1 und er ist zum Thema des neuen Arbeiten der Meinung. Die Qualität der Räume wird in Zukunft immer wichtiger werden. Und zu meiner Linken rein geografisch und aus meiner Sicht ist Christoph Stadelhuber, Chef der Signa, und er ist zum Thema das neue Arbeiten der Meinung. Dass Covid etwas beschleunigt, was noch lange auf uns wirken wird. Und unser Co-Gastgeber Ewald Stückler von TOC, und er ist zum Thema das neue Arbeiten der Meinung. Zu viel Homeoffice zerstört die Unternehmenskultur. Jetzt fange ich mit dem Bernhard an. Es ist ja so, dass A1, haben wir vorher besprochen, 2000 in etwa Standorte hat. Das ist ja kaum zu organisieren und zu managen, wenn dann was passiert. Wie geht A1 mit dem Thema Pandemie, Homeoffice, Remote Working um? Also für uns als Unternehmen ist natürlich einerseits ganz, ganz wichtig, den Schutz der Mitarbeiter zu gewähren in jeglicher Hinsicht. Das heißt auch hier wirklich zu schauen, wenn etwas derzeit sich in der Ampelregelung und davor auch mit Covid verändert hat, hier dementsprechende Ressourcen zu schonen, sprich die Mitarbeiter im Remote Work zu lassen. Was auf der anderen Seite aber ganz, ganz wichtig ist, trotzdem zu beschleunigen, dass sie miteinander arbeiten können, dass sie auch wirklich die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und dementsprechend Geschwindigkeit beizubehalten im Unternehmen. Also ihr könnt es im Grunde 100% von zu Hause auch arbeiten, rein technisch? Rein technisch würde es in den meisten Fällen gehen. Wir haben sogar das Callcenter umgestellt in der heißen Phase. Das Einzige, was nicht geht, sind dann die wirklichen Vor-Ort-Tätigkeiten wie ein Scancenter, wie Druckereien, all diese zusätzlichen Services. Bei Christoph Stadelhuber von der Signa ist das möglicherweise ein bisschen anders. Könnte die Signa auch zu 100% von zu Hause arbeiten, und würde sie das überhaupt tun? Nämlich technisch, also de facto dann. Ja, viel Spaß beim Managen einer Baustelle aus dem Homeoffice heraus. Wir sind als Developer vor Ort, wir müssen vor Ort sein im Vertrieb, beim Bau und ähnliches. Technisch würde es gehen, wir sind von vornherein remote aufgestellt. Jeder ist bei uns mit Laptop ausgestattet und mit Handys, auch schon vor Corona. Daher war das nicht die Umstellung. Das Thema ist vielmehr das Aufrechterhalten einer Dynamik, das Aufrechterhalten der Organisation, der Entscheidungsfreudigkeit. Das sind vielmehr die Herausforderungen. Also würde ein Shutdown kommen, ihr würdet nicht alle Mitarbeiter nach Hause schicken wollen? Es darf zu keinem Shutdown kommen. Wir müssen alles tun, um das nochmal zu vermeiden. Aber wenn doch? Dann werden wir genauso weiterarbeiten, wie wir es im März gemacht haben. Das heißt, es gibt immer Rumpfmannschaft vor Ort und es gibt einfach Arbeitsteams. Ja. Ewald Stückler, TOC, hat den Überblick. Wie haben denn von deiner Erfahrung heraus die Unternehmen das Thema Teleworking letztlich gemanagt? Das war ja quasi für viele ein Sprung ins kalte Wasser. Wenn man jetzt zurückblickt auf März, April, wie hat das funktioniert aus Sicht des professionellen Beraters? Also ich glaube, das Wasser war schon lauwarm, weil viele waren schon eingestellt auf das Thema Homeoffice mit einem wesentlich niedrigen Quotienten und Flexibilität in Arbeitsplatzsituationen. Also es hat extrem gut funktioniert. Also wir haben eigentlich bei keinem Unternehmen gehört, welcher Größe auch immer, dass es Probleme gegeben hat. Also das war echt bewundernswert und extrem dynamisch. Faktum ist, dass natürlich viele jetzt den Heilsbringer Homeoffice ein bisschen als Potenzial sehen, um Flächen zu reduzieren, weil einfach die Flächenreduktion, die schon vorgegeben war, jetzt nicht mehr geht über den Mitarbeiter, sondern man glaubt jetzt über das Homeoffice da zu optimieren, geht bis zu einem gewissen Anteil, nur in dieser Dimension, die wir jetzt momentan erleben durch Covid, das ist schon nicht mehr gesund, und da hoffen wir, dass diese Entwicklung nicht nach Covid sozusagen sich manifestieren wird. Und das Thema Arbeitsplatz ist ja auch das Thema, das ich dann gleich an den Christoph Stadelhuber richten werde. Davor aber die Telefonnummer für unsere Fragen: 0699 17 16 51 88, also nochmal 0699 17 16 51 88, oder, über das werden Sie vielleicht zuschauen, über unseren Facebook-Channel direkt die Fragen eingeben. Ich freue mich schon, und die Diskutanten hoffentlich auch, über Ihre Fragen. Christoph Stadelhuber, das Thema Büronachfrage ist ja ein Thema, das sehr stark mit Homeoffice zu tun hat. Ich habe mit
ein paar Mietern von größeren Flächen gesprochen, die haben mir gesagt, naja, 10-15%, vielleicht sogar 20% könnten wir dauerhaft verzichten. Die erste hat das ja eigentlich auch schon gemacht, dass sie weniger Bürofläche hat, als theoretisch von den Arbeitsplätzen her benötigt. Was heißt das für den größten Büro-Developer Österreichs? Ich glaube, wir müssen ganz stark differenzieren zu dem, was wir aktuell an Situation haben. Ich nenne es Covid-Homeoffice. Das ist ganz etwas anderes und ganz anders zu betrachten, als wir, wenn wir über Homeoffice reden, für die Zukunft als dauerhafte Einrichtung. Auch da gibt es zwei Fragestellungen. Ist die eine diejenige, dass Mitarbeiter wirklich dauerhaft im Homeoffice sind und nur mehr ganz selten bis gar nicht ins Unternehmen kommen? Da tut sich ein riesiges Identitätsthema und Identitätsproblem auf, wenn das so kommen würde. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das andere Thema ist, wenn ich tageweise ins Homeoffice gehe, einen, zwei Tage in der Woche oder ähnliches, dann kommt auf die Arbeitgeber die spannende Diskussion zu, habe ich dann noch einen fixen Arbeitsplatz oder nicht? Mhm. Erst wenn ich keinen fixen Arbeitsplatz habe, dann kann ich auch Fläche reduzieren als Arbeitgeber, was ja vom Kostendruck her enorm ist. Wir wissen aber, dass ein ganz großer Drang und ein ganz großer Wunsch, das sehen wir als Vermieter, das wirst du genauso sehen, als Teil der Identität ist, ich habe einen fixen Arbeitsplatz. Und daran, glaube ich, werden sich ganz stark die Geister scheiden. Was heißt es auf deine Frage antworten für einen Developer? Wir sehen das in den großen Entwicklungen bei uns am Austria Campus oder am Icon, wo wir wirklich Großflächen vermieten und Großflächen developen. Du brauchst die perfekte Infrastruktur. Das Match Homeoffice gegen Büro heißt in Wirklichkeit, die Qualität des Büros muss so groß sein, dass die Mitarbeiter auch wirklich gerne ins Büro kommen. Das heißt, die Qualität des Raumes, in dem ich arbeite, die Flexibilität, aber auch das Umfeld, soziale Einrichtungen, Gastronomie, Geschäfte, Apotheken, Ärzte, vielleicht sogar ein Gym oder ähnliches, dann habe ich einen Attraktivitätsvorteil gegenüber dem Homeoffice oder gegenüber dem Arbeiten zu Hause, wo sich es möglicherweise am Küchentisch abspielt oder der Laptop am Bett sitzend. Das sind alles keine ergonomischen Situationen, das sind keine wirklichen Arbeitssituationen, die dauerhaft funktionieren können. Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, sagen wir 10% weniger Fläche, rein theoretisch sind wir im Wiener Büromarkt bei weit über 1 Million Quadratmeter, die man rein rechnerisch weniger brauchen würde, oder umgekehrt gesagt, eine Büroflächenneuproduktion von 2 bis 3 Jahre. Müsste da die Siegel nicht sofort den jegliches Development einstellen als größter Player hier? Nein, im Gegenteil. Wir müssen genau dort, wo wir schon seit Jahren unterwegs sind, noch stärker aktiv werden. Weil wir haben ja seit Jahren in Wien die Situation, dass es Bürohubs gibt. Wo entstehen die? An den Verkehrsknotenpunkten. Das sind die entscheidenden Lagen und die entscheidenden Fragestellungen. Dort müssen wir reingehen, dort müssen wir hohe Qualität produzieren. Leiden werden die Flächen in den B-Lagen, leiden werden wahrscheinlich Flächen außerhalb der Innenstadt in klassischen Zinshäusern, nur das Zinshaus war immer ein Wohnhaus. Das heißt, das könnte wieder redeveloped werden in ein Wohnhaus, Wohnflächen für eh sowieso. Das heißt, ich sehe die ganze Situation nicht so dramatisch, wie es derzeit an die Wand gemalt wird. Also umgekehrt, ja, es wird zumindest eine totale Umwälzung am Wiener Büromarkt geben. Die alten Flächen werden 50er, 60er Jahre abgerissen und die ganz alten Zinshäuser werden wieder rückentwickelt zu Wohnen. Ich glaube nicht, dass es einen totalen Umbruch geben wird, weil auch wenn es eine Reduktion von Flächen von 10-15% kommt, wir glauben alle an ein Wirtschaftswachstum, wir gehen davon aus, dass wir wieder ein Wirtschaftswachstum haben werden. Wo werden wir es in der Stadt haben? In den bürolastigen Tätigkeiten, in den Dienstleistungen. Das heißt, dieses Wachstum wird viel stärker sein als die Reduktion von einzelnen Quadratmeter getriebenen Flächen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, geht die Signa jetzt von der gesamten Fläche her von einem Stagnieren aus für die nächsten 5 Jahre oder so, oder vielleicht sogar von einem kleinen Schrumpfen insgesamt, von der Fläche insgesamt, oder vielleicht sogar aufgrund von Wirtschaftswachstum und weil diese 10% vielleicht doch nicht eingespart werden, sondern halt Sozialflächen werden, von sogar einem weiteren Wachstum. Also wenn ich das wissen würde, wie sich die Wirtschaft entwickelt und daraus die Bürosituation, würde ich nicht mehr da sitzen, sondern dann würde ich schon im Büro aktiv sein. Okay. Und nicht im Homeoffice. Okay. Zum Bernhard, die A1 hat ja auch wahnsinnig viele Flächen über Österreich. Da stellt sich natürlich auch die Frage, gerade bei einem sehr hohen Außendienstanteil, den die A1 ja hat,
Habt ihr zu viele Flächen und könnt ihr euch vorstellen, diese unterzuvermieten? Selbst die SAP geht jetzt den Weg, gar nicht einmal so wenig Flächen unterzuvermieten, Siemens, Detto. Also wir haben den Weg auch schon davor mit dem Versuch der Untervermietung immer wieder getan. Bei uns gibt es natürlich einen ganz speziellen Unterschied zu vielen anderen Gebäuden. Unser hauptprimäres Kerngeschäft ist die Technik. Das heißt, fast alle Gebäude von uns haben ganz stark auch eine Technik, die die Infrastruktur hält. Die wiederum muss sicherheitstechnisch komplett getrennt sein. Und jeder Dritte, der in unseren Flächen ist, hat hier natürlich dann einen Einschnitt sozusagen in unser Sicherheitskonzept, was hier sehr, sehr, sehr problematisch ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, wir haben schon begonnen, jetzt Flächen zu reduzieren. Warum? Weil die Fläche zu viel ist. Aber die Fläche ist nicht zu viel an der klassischen Bürofläche, sondern die Fläche ist zu viel, weil wir draufgekommen sind, wir brauchen immer mehr unterschiedliche Qualitäten. Und diese Qualität der Fläche, die zu haben, ist viel wichtiger als dann die Menge der Fläche in Summe. Was meine ich damit? Wir haben Gott sei Dank das Glück gehabt, schon vor Corona einen kompletten loftartiges Gebäude umzubauen, wo wir Schulungen, wo wir Trainings und so weiter machen können. Jetzt natürlich sehr reduziert durch Covid. Aber das Wichtige dabei ist, diese Flächen brauchen nicht zusätzlich im direkten Anschluss zu Büroflächen sein. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft der große Unterschied sein. Wenn Leute wohin fahren, dann ist es nicht mehr so wie früher das Argument, sie fahren ins Büro und müssen von dort zur Schulung, müssen von dort dahin, müssen dann von demselben Bürogebäude auch wieder woanders hin, sondern die unterschiedlichen Qualitäten an einem Tag anzufahren, damit wieder Fahrzeit zu reduzieren und dann immer von dort zu arbeiten, ermöglicht es, viele unterschiedliche Qualitäten innerhalb von unterschiedlichen Bürogebäuden zu bieten. Um es ein bisschen zu quantifizieren, wie viel Quadratmeter Fläche in etwa hat die A1 jetzt und wie viel wird sie voraussichtlich in, sagen wir mal, 5 Jahre haben? Oder 3 Jahre? Was sind die Planungen? Das ist so insofern nicht zu beantworten, weil natürlich Gebäude, wo wir Technik drinnen haben, da wird die Technik drinnen bleiben, egal wie viel Bürofläche wir da nutzen oder wie auch immer, und damit wird das ganze Eigentumsgebäude bei uns bleiben. Dort, wo wir allerdings reine Büroflächen auch in der Miete sind, werden wir natürlich reduzieren. Wie viel Prozent das sein wird, wird sich auch damit zusammenhängen, was macht wirklich Sinn, in Mobile Working zu machen. Wir investieren momentan noch sehr, sehr viel hinein, wirklich Mitarbeiter und Führungskräfte zu schulen. Wie arbeite ich mit diesem Neuen? Wie gebe ich Rückmeldungen? Feedback-Kultur zum Beispiel. Wir haben es nicht gelernt, Feedback-Kultur auf einer neuen Ebene, wie zum Beispiel über Telefon oder über Videotelefonie und so weiter, zu geben. Und das sind so viele kleine Knackpunkte, wo Unternehmen lernen müssen, mit diesen neuen Gegebenheiten erst umzugehen. Und wenn das verstanden und wirklich auch gut funktioniert, dann wird möglicherweise die Prozentsatz, wer im Homeoffice arbeiten kann, höher sein. Solange das nicht gegeben ist, wird der direkte Kontakt ganz, ganz stark gefragt sein vor Ort. Aber diese Welle, die es einmal gegeben hat, dass man sozusagen Eigenbestand, eigene Immobilien verkauft hat auch, die ist jetzt schon vorbei offensichtlich. Die ist vorbei, ja. Jetzt komme ich noch kurz, bevor ich die erste Frage hier stelle, an den Ewald Stückler. Wie ist denn das generell? Merkst du einen Trend, dass der Flächenbedarf mittelfristig zurückgehen wird, oder denkst du eher, dass es in die, oder den, aufgrund der Nachfragen, dass es eher in die Richtung geht, dass man einfach die Flächen anders verwendet? Also der Flächenbedarf per se ist schon in den letzten Jahren zurückgegangen durch die Optimierungen der Arbeitsplätze. Also man hat ja immer weiter versucht, Flächen pro Arbeitsplatz zu optimieren. Da sind wir schon drüber. Also das heißt, Homeoffice ist jetzt ein bisschen ein Hebel in der aktuellen Zeit, wo man versucht, noch einmal Flächen zu reduzieren in den Unternehmen. Das wird aber sicher nicht nachhaltig sein. Und ich spreche jetzt nicht nur vom Covid-Faktor, sondern ich spreche vom Cluster-Faktor der Standorte. Das heißt, Standorte wie, ich nenne es jetzt am Hauptbahnhof oder Viertel 2 oder andere, oder auch wie hier. Also das sind Standorte, die für Unternehmen sicherlich die Zukunft sind und nicht Single-Tenant-Gebäude außer einer Größe, wie ihr es habt, wo ich die Struktur, die Infrastruktur mir selbst schaffe. Aber wie du gesagt hast, in einem Büro-Cluster-Standort habe ich die Möglichkeit zu wachsen und zu schrumpfen. Und das wird immer mehr zur Wichtigkeit werden, weil einfach genau, ob es jetzt Covid ist oder Covid-19 oder Covid-20 oder Covid-22, es wird uns immer irgendwas begleiten und bewegen, in welcher Ausprägung auch immer. Also wir müssen darauf vorbereitet sein. Und wenn ich einen Standort habe, der flexibel ist,
ist, wo ich als Unternehmen entsprechend mich anpassen kann, weil einfach genug Dynamik nach oben und nach unten da ist, glaube ich, habe ich schon einmal die halbe Miete im wahrsten Sinne gewonnen. De facto merken wir ganz stark, also für uns ist momentan extrem viel zu tun, weil viele Unternehmen jetzt genau aus dem Grund das Ganze hinterfragen und jetzt nicht nur das Homeoffice, sondern auch die Meetingkultur. Weil früher musste man, sage ich mal, klassisch zu einem Morgenmeeting quer durch Österreich fahren, für eine halbe Stunde dann wieder zurück zum Arbeitsplatz oder in sein Homeoffice. Also da wird sich schon was verändern, weil man einfach gesehen hat, okay, es funktioniert, es wird auch die Technik immer jetzt sich beschleunigen und verbessern, speziell in der Meetingkultur. Natürlich kann jetzt nicht jeden Workshop oder jedes Meeting mittels Videocalls abfangen, aber das wird schon zum Faktor werden, der auch entsprechend die Bewegung der Mitarbeiter verringern wird zum Arbeitsplatz. Das Covid-21-22 streichen wir bitte aus dem Protokoll. Das wurde nie gesagt. Eine erste Zuschauerfrage war das Thema Großraumbüros. Gab ja früher den Trend mit den Großraumbüros. Was verändert sich hier grundsätzlich? Ist ja genau, also ich erlebe es ja auch hier bei uns, dass man da natürlich letztlich viel sich mehr aneinander gruppiert. Sind Großraumbüros jetzt tot oder müssen die nur anders designt oder bestuhlt werden? Oder was heißt das für die Zukunft der Großraumbüros, die ja letztlich auch ein bisschen eine Idee von etwas weniger Flächenbedarf waren? Das muss man ganz ehrlich sagen am Anfang. Vielleicht alle beide. Ja, die Frage ist der Treiber. Warum gab es Großraumbüros oder gibt es Großraumbüros? Ist es das Flächenthema, weil man wirklich auf die Effizienz und auf jeden Quadratmeter schaut? Das ist sicherlich jetzt ein Thema im Zusammenhang mit Covid, weil da braucht man halt Abstände und Platz. Der berühmte Babyelefant, der zwischen den Sitzen sein muss, ist das eine Thema. Das andere Thema ist, also ich nenne es jetzt nicht Großraum, sondern Gruppenbüros. Das wesentliche Thema heute in unserer Büroarbeitswelt ist Kommunikation, rasche Entscheidungen. Und da gibt es, glaube ich, keine Rückkehr zum Einzelbüro, weil das wäre ja sozusagen auf der anderen Seite das Thema. Das ist nicht mehr die Zukunft einer modernen Arbeitswelt. Es wird in between sein. Die Designs werden sich massiv ändern müssen und ändern sich aber auch schon. Das ist jetzt ja nur noch ein Beschleuniger durch Covid. Die Tendenzen waren ja vorher schon da. In welche Richtung gehen die Designs? In Richtung mehr Flexibilität, absolute Flexibilität in den Büroarbeitsräumen, weil keiner weiß, wo sich die Arbeitswelt in den nächsten 5-10 Jahren in seiner eigenen Branche hin entwickelt. Bernhard Wiesing, aufschlussend. Also ich glaube auch, sehe ich ganz genauso, der einzelne Schreibtisch ist nicht mehr die Frage. Die Frage ist die Qualität allgemein in den Büros und Kommunikation wird immer wichtiger, die Geschwindigkeit der Abstimmung wird immer wichtiger und auch dieses Wort, wie jetzt momentan alle agil arbeiten wollen. Agil heißt für mich ganz stark auch diese schnelle Abständen, schnell in Entscheidungen zu sein und das zu fördern. Dafür ist sicher nicht der Schreibtisch das Richtige. Da muss eine gesamte Balance innerhalb des Bürokomplexes der Büroumgebung da sein. Und die Sicht des Consultants? Also im Prinzip planen wir schon die letzten Jahre, also das Unwort das Großraumbüro, das haben wir de facto in Wirklichkeit in unserem Breitengrad gar nicht. Also wir haben Gruppenbüros, wir haben Open Landscape und wir schaffen ja Landschaften, also Bürolandschaften, wo es natürlich architektonisch attraktiv ansprechend ist, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich erholen kann, wo man sich regenerieren kann. Also all diese Dinge spielen ja mit, um damit sich der Mitarbeiter wohlfühlt. Aber wir schaffen ja keine Legebatterien. Also das sind wir ja, also das Legebatterien-Thema ist ja auch nicht nur bei den Hühnern vorbei, sondern Gott sei Dank bei uns Menschen auch. Und wo es hingeht, ist ganz klar zur Qualität, weil man muss ein Umfeld schaffen, um Identität für die Mitarbeiter zu schaffen, damit er sich wohlfühlt im Unternehmen, auch den Spirit aufnimmt des Unternehmens. Und dazu braucht es eine Qualität im Büroraum. Und da genügt jetzt nicht ein wie du sagst, bisher Schreibtisch. Heißt das aber, dass selbst wenn kein großartiges Wirtschaftswachstum kommen sollte, was wir alle schon annehmen, dass sozusagen der Büroflächenbedarf insgesamt überhaupt nicht schrumpfen wird, weil es werden sich einfach die Nutzungen verändern. Ganz genau, also es wird sicher nicht schrumpfen, sondern ich habe gesagt, außer es kommt zum Exodus der Wirtschaft, wo wir alle nicht hoffen, aber der Bedarf ist da und die Qualitäten, die gefordert werden, sind einfach nach Zusatzräumen, nach Meetingräumen, nach Rückzugsräumen, die sind da und die werden noch verstärkt werden in den Unternehmen, um einfach auch wirklich den Wohlfühlfaktor zu erhöhen. Eine Frage, bleiben wir gleich beim Ewald Stückler, eine Zuschauerfrage war vorher, was heißt denn Homeoffice in Bezug auf die Unternehmenskultur?
Also was hier ganz wichtig ist, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass man jetzt einen Mitarbeiter 5 Tage die Woche nach Hause schickt und sagt, okay, sie können dieselbe Leistung bringen wie im Unternehmen, weil da geht die Unternehmenskultur komplett verloren. Es geht der Austausch zwischen den Mitarbeitern, den Abteilungen komplett verloren und es kommt zum Stillstand, zur Frustration des Mitarbeiters, weil wir sind sozusagen auch Herdentiere, wir brauchen die Kommunikation und zur Frustration natürlich auch in der Weiterentwicklung, weil ich kann mich de facto ja nicht auch gegenüber meinen Vorgesetzten präsentieren, persönlich und auch mein Potenzial aufzeigen. Ja. Also das Homeoffice, aber bitte mit Übersicht und mit Hirn und nicht nur mit dem Flächenschlüssel. Mhm. Christoph Stahlhuber hat genickt, weil er vorher schon gesagt, ohne direkte Anwesenheit geht es nicht und man muss in der Gruppe arbeiten. Das trifft für die Signa zu, ganz klar, als Developer, trifft das auch für alle Mieter von euch zu? Nein, ich glaube, man muss ganz stark differenzieren. Ich habe geschmunzelt, weil in Wirklichkeit könnte man überspitzt sagen, Homeoffice ist ein Karrierekiller, weil aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn der Mitarbeiter ständig irgendwo ist, kriegt der Chef gar nicht mehr mit, wie arbeitet der. Die Ergebnisse kriegt man hoffentlich mit, aber nicht die Art und Weise, wie jemand arbeitet. Aber es ist ein anderes Thema. Das persönliche, soziale ist natürlich ein Riesenpunkt. Homeoffice bzw. Büroarbeitsplatz ist natürlich auch ganz stark von der Branche und von der Tätigkeit abhängig. Wenn ich konzeptiv arbeiten will, wenn ich mich konzentrieren muss, dann kann es sein, dass es im Homeoffice besser ist. Es muss aber nicht sein, weil wenn ich im Homeoffice die 50 Quadratmeter Wohnung habe und da sind 2 kleine Kinder und vielleicht der Hund einer, dann kann ich nicht konzeptiv arbeiten. Wenn ich diese Wohnung alleine zur Verfügung habe, dann geht es vielleicht ruhiger. Es ist jetzt nur ein Beispiel, das schon wieder aufzeigt, wie komplex die Situation ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Kreativagenturen aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, die Kreativität steigt mit Sicherheit nicht, wenn man aus dem Homeoffice und remote und digital kommuniziert. Jetzt ist er eigentlich nicht unbedingt ein Kreativunternehmen, eine Kreativagentur, aber natürlich ein technischer Innovator und da auch eine hohe Kreativität. Ihr habt 200 Niederlassungen, das ist ja fast wie Homeoffice, da ist man ja auch nicht sozusagen alle in einem Platz. Was heißt das bei euch von den Erfahrungswerten für die Unternehmenskultur? Ist es schwieriger, auf über 2000 Standorte verteilt und noch einmal vielleicht 1000, 2000, 3000 Homeoffices, die Unternehmenskultur zu pflegen und aufrechtzuerhalten und vielleicht auch noch weiterzuentwickeln? Ja, es ist etwas anders, als wenn ich mich jeden Tag mit den Leuten direkt austausche, keine Frage. Es zeigt auch mittlerweile eine Harvard-Studie ganz klar, dass nach 12 bis 16 Wochen nicht nur die Identität zum Unternehmen, sondern wirklich diese Kreativität verloren geht. Und auch wenn wir als Telekommunikationsunternehmen nicht klassisch kreativ sind wie eine Werbeagentur, ist ja dieser Kreativitätsfaktor, um Lösungen zu finden, um Herausforderungen lösen zu können, um sich weiterzuentwickeln, um gemeinsam auch, wir haben einen eigenen Startup-Campus auch, um uns dort gegenseitig auch mit Startups zu befruchten, was ein unglaublich kreativer Prozess ist für diese andere Art des Denkens. Ja. Und das geht, das leidet natürlich auch über die Distanz, umso wichtiger, dass wir immer versucht haben, ganz stark die Mitarbeiter auch immer wieder zusammenzuführen und hier in Thinktanks und so weiter sie miteinander austauschen zu lassen, zu befruchten hinlassen, über alle Themenkomplexe des Unternehmens sozusagen hinweg. Ja. Und das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden, das zu fördern und das einfach wirklich auch zu forcieren. Eine Zuschauerfrage war auch, ich komme heute nicht zu eigenen Fragen, geht man auch rund um Homeoffice jetzt weg von der reinen Quadratmetermiete und hin zu All-Inclusive-Paketen, dass man beispielsweise auch nicht mehr Quadratmeter, sondern Arbeitsplätze vermietet und dass man Gesamtpakete mit allen Incentives und Betriebskosten und sonstiges als Gesamtkostenpaket anbietet. Geht, glaube ich, am ersten an den Christoph Stahlhuber. Das ist jetzt keine Frage von Covid oder von Corona. Das Thema war vorher auch schon. Es gibt natürlich Mietinteressenten, die genau auf diese Gesamtkostensituation abspielen. Eigentlich keiner fragt mir nur nach der reinen Netto-Quadratmeter-Miete, sondern will das Gesamtpaket sehen, will natürlich alle Betriebskosten sehen, was natürlich in einer sehr frühen Planungsphase gar nicht so einfach ist, wie man das festlegt. Aber da hat sich jetzt noch nichts geändert. Das ist ein Trend, der sowieso seit Jahren schon da ist. Ewald, dieses Gesamtlösungspaket, ist das tatsächlich nicht nur von Innovationsführern wie der Signa und Qualitätsführern, sondern generell am breiten Markt schon stark verbreitet? Weg von reiner Quadratmeter Miete hin betrachtungsweise zu Gesamtpaketen, wo man auch bewertet,
dass halt Flächen anders genutzt werden zur Motivation etc., also eben so Common Spaces? Ja, das ist eigentlich in der Gesamtbetrachtung einer Standortentscheidung essentiell. Also wie gesagt, nicht nur die Quadratmeter, sondern auch die Infrastruktur, was ist da etc. Also all das kommt in eine Bewertungsmatrix hinein und da geht es jetzt nicht nur an die Bürofläche, sondern wirklich um den gesamten Standort, welche Qualität ich diesem für meine Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann. Eine Frage an den Christoph Stadlhuber, wo ich die Antwort vermute. Hat man die Pläne für die Büroflächen im 22 an die aktuelle Situation angepasst? Man erkläre die aktuelle Situation. Wir leben in einer Situation, wo wir, glaube ich, alle miteinander nicht wissen, wie geht das Ding aus und wie geht es weiter. Wir hoffen alle auf einen Corona-Impfstoff. Alle haben wir mehr oder weniger die Hoffnung, dass wieder vieles so wird, wie es vor Corona war. Daher ist die Frage, was passe ich jetzt in der Planung und Konzeption, eine ganz schwierige. Was wir immer tun in der Bürokonzeption ist größtmögliche Flexibilität. Also in Wirklichkeit bauen wir unsere Büros in der maximalen Ausdehnungsmöglichkeit nach Brandschutznormen und nach Fluchtwegen und dazwischen lassen wir es so flexibel wie möglich. Natürlich auch immer angepasst an die Anforderungen des Mitinteressenten, damit wir diese Wünsche alle erfüllen können. Und das Entscheidende ist aber darüber hinaus, das habe ich schon gesagt, das ist die gesamte Lage und die Situation. Vienna 22 liegt direkt an der U-Bahn-Station, wird ein Stadtteilzentrum im 22. Bezirk. Da kommt der Bezirksamt hin, da kommt ein Hotel, da kommen Service-Apartments, da kommen Shopping-Einrichtungen, da ist ein Gym in der Umgebung. Das sind die Attraktivitätsfaktoren, warum Unternehmen, wenn sie Flächen suchen, solche Standorte suchen. Und nicht so sehr dann das Thema mit den Quadratmetern. Das ist nämlich wirklich eine Tendenz, die wir merken, es geht immer stärker in diese Magnetwirkung von den Hubs, von den Bürostandorten, die eben bei uns in Wien an den Bahnhöfen sind oder so wie jetzt bei Vienna 22, wo wir in der Entwicklung sind. Also Cluster. Aber ihr habt jetzt auch nicht das Projekt verzögert, um sozusagen ein Jahr später auf den Markt zu kommen. Es gibt ja einige Projekte, die auch schon im Bau waren, wo man ein bisschen eine Entschleunigung bei den Baufortschritten gemacht hat, um einfach dann auf den Markt zu kommen, wenn man alle davon ausgehen, dass die Wirtschaft wieder anzieht. Nein, das tun wir mit Sicherheit nicht. Wir haben auch noch nie ein Projekt nicht begonnen, weil keine Vorvermietung da ist. Die Attraktivität steigt mit dem Standort, mit dem Baufortschritt. Dann wird es wirklich spannend, wenn man am Baufortschritt sieht, auch für Mietinteressenten in so einen Standort zu gehen. Eine weitere Zuschauerfrage ist, Unternehmer und Unternehmen wünschen sich mehr Homeoffice, gleichzeitig werden die Wohnflächen kleiner. Wird da das Problem nicht vom Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer abgeschoben? Eine Frage, die vielleicht der Ewald beantworten kann? Oder ich glaube, das ist mal ganz klar, da ist die Politik gefordert, da wird es auch Maßnahmen geben, die nachgezogen werden. Also es gibt sicher schon, nehme ich an, auch Arbeitsgruppen, weil das Homeoffice natürlich jetzt so viel Unklarheiten hat, eben Kosten der IT, Kosten des Stroms, was passiert zu Hause, wenn ein Unfall passiert und. Und wie du schon gesagt hast, das hat ja nicht jeder 200 Quadratmeter Wohnung, wo man sich ein schönes Homeoffice einrichten kann, sondern wie funktioniert es wirklich in 50 Quadratmeter, 60 oder um den Bereich herum. Also da sind eigentlich viele Fragen offen. Ich glaube nicht, dass der Arbeitgeber das auf den Arbeitnehmer umwälzt, sondern es ist einfach ein Gebot der Stunde, dass man einfach reagieren muss und jeder Unternehmer versucht nach seinem besten Wissen und Gewissen durch den Wind zu kommen, der uns da nur um die Ohren bläst. Und deswegen glaube ich, die Entscheidungen sind richtig, aber sie sieht sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange, um zu wissen, wo auch sozusagen der rechtliche Rahmen hingehen wird im Homeoffice. Was ist da eure Erfahrung? Ja, also ich glaube, es darf es auf keinen Fall sein. Also es kann nicht sein, dass der Arbeitgeber jetzt dann die gesamte Verantwortung der, wo arbeitet man, ins Zuhause sozusagen schieben darf. Was wir hier ganz stark machen, ist, dass wir schlicht und einfach sagen, es ist ein Und. Wenn es für den Mitarbeiter einen Mehrwert bietet, von zu Hause zu arbeiten, weil er sich, und ich rede jetzt nicht von einem Shutdown und Lockdown, ich rede von einer weiteren Zukunft und wie wir jetzt auch schon ein bisschen das Ganze gelockert haben, wenn es ein Und ist, ich kann von zu Hause arbeiten und ich kann im Büro arbeiten, also beides ergänzt sich, so je nachdem, wie ich mit meiner Lebensplanung es als Arbeitnehmer besser finde, dann ist es ein unglaublicher Vorteil. Wenn Unternehmen sagen, wir reduzieren die Fläche um 50% und ihr müsst alle nur mehr von zu Hause arbeiten, ist es sicher der falsche Schritt, muss man ganz klar sagen. Christoph Stadlhuber, die Signe ist ja nicht nur ein Büroentwickler, sondern auch ein sehr großer Wohnungsentwickler. Die Frage ist, werden sich denn die
nachgefragten durchschnittlichen Wohnungsgrößen durch einen unbestreitbaren Trend zu Homeoffice verändern oder wird man einfach andere Lösungen anbieten müssen als Wohnungsentwickler? Ich glaube, die Wohnungsgrößen werden sich nicht verändern. Die werden in der Dynamik bleiben, wie sie jetzt sind. Wahrscheinlich werden die Flächen auch noch ein Stück zurückgehen. Oder es bleibt gleich, weil die Preise gleich werden. Das ist eher die Tendenz derzeit. Nein, man braucht andere Konzepte bei der Entwicklung von Wohnflächen. Wir gehen in den nächsten Wochen mit dem ersten Turm von Bell & Main beim Hauptbahnhof mit Wohnungen in die Vermietung. Und was wir dort haben, ist ein ganzes Geschoss, wo quasi flexibler Arbeitsraum zur Verfügung steht. Das heißt, ich gehe von meiner Wohnung ins Erdgeschoss oder in ein Zwischengeschoss hinein und finde dort Arbeitsplätze vor oder Arbeitsmöglichkeiten vor. Bin nicht in der Wohnung, bin aber trotzdem oder quasi in einem Art Homeoffice, in meinem Compound, nennen wir es einmal so. Das sind, glaube ich, Konzepte für die Zukunft und nicht so sehr, wie spielt sich es innerhalb der Wohnung ab, sondern im direkten Umfeld einer Wohnung. Weil da kommt dann auch ein zweiter Faktor dazu. Das ist jetzt der urbane, der städtische Faktor. Das andere ist, wir lesen zwar immer wieder von einem Trend zum Einfamilienhaus, zum Haus mit Garten. Kann ich mir schwer vorstellen bei der Preisentwicklung von Grundstücken auch im Wiener Umland, aber der Wunsch ist das eine und geschrieben wird dann der Wunsch und nicht das Faktum. Aber wir wissen es aus amerikanischen Großstädten, dass es so Subbürozentren gibt, dass man sagt, bevor ich in die Großstadt einpendle, habe ich Büroarbeitsflächen, wo ich am halben Weg zwischen dem Wohnort und dem eigentlichen Büroarbeitsplatz eine Art Coworking Space habe. Das könnten Entwicklungen sein, die noch spannend werden, wenn ich sage, wir haben das dann in Baden, wir haben das in Korneuburg-Stockerau oder wir haben das in Schwechat und nicht in der Innenstadt, weil dann reduziere ich Verkehr, Verkehrsbelastung und auch Pendeldistanzen. Also eine Coworking Base in der Werft Korneuburg zum Beispiel. Vielen Dank für den Hinweis. Eine nächste Zuschauerfrage, die wurde zwar schon gestellt, aber ich möchte es noch einmal wiederholen. Wird sich der Büroflächenbedarf aufgrund von Corona verkleinern oder gar aufgrund der nötigen Abstandsmaßnahmen vergrößern? Also ich kann ja bei uns sagen, er wird sich nicht verkleinern, er wird sich teilweise verkleinern. Die Abstandsregelungen werden sicher mehr in einem Verhaltenskodex sich niederschlagen, dass halt nur ein gewisser Prozentsatz in der wirklich jetzt heißen Phase, bis es Impfungen oder wie auch immer sich dann erleichtert geben wird. Aber das wird eher in Verhaltensweisen als in tatsächlich sofort veränderten Flächen sich niederschlagen. Und jetzt kommt die nächste Frage. Nach dem Terroranschlag von 9/11 in New York wurde das Ende der Wolkengards prophezeit und jetzt wird über das Ende der herkömmlichen Büros gesprochen. Ist es nicht denkbar, dass nach der Entwicklung eines Impfstoffes alles beim Alten bleibt? Christoph Stadlober, ich glaube, die Frage ist aufgelegt. Ja, danke, ich bin jetzt kein Arzt und keiner, der sich mit Impfstoffen beschäftigt. Es ist natürlich unser aller Wunsch und Hoffnung, weil wir sind in einer irrsinnigen Dynamik so abrupt abgebrochen und unterbrochen worden, wie es, glaube ich, in keinem schlechten Hollywood-Film möglich gewesen wäre, sich das vorzustellen. Es gibt eine Entwicklung im Büroarbeitsmarkt, es gibt wahnsinnige Entwicklungen in der Arbeitswelt per se. Die werden nicht gestoppt werden, die werden nach einem Impfstoff, nach einer Normalisierung der Lage wieder so weitergehen wie jetzt. Aber an das Ende von Bürotürmen oder Ähnlichem, so wie man es nach 9/11 prophezeit hat, glaube ich nicht. Es gibt die Diskussion mit den Bürohochhäusern, sehr wohl, weil natürlich der Engpass beim Lift ist, aber auch da gibt es Weiterentwicklungen. Es gibt Liftsysteme, wo die Kabine nicht mehr nur am Seil hängt, sondern mit Magneten befördert wird. Das heißt, ich habe dann Ausweichsituationen, kann mit einer zweiten Kabine durchfahren und komme mit dem gleichen Schachtdurchmessern im Hochhaus wieder aus, kann aber mehr Leute viel effizienter transportieren. Dort geht die Zukunft hin. Ich glaube, wir müssen alle schauen, dass wir daraus einen Innovationstreiber machen, dass wir innovative Produkte weiterbringen, auch bei uns in unserer Branche, so wie jeder. Ich mein, A1 ist natürlich massiv gefordert in der Digitalisierung in dem Bereich, wir alle. Die Chancen sollten wir nutzen und die sollten wir sehen und nicht an die Wand malen, was wird sich ändern oder was wird sich so radikal ändern. Dazu kommt es im Regelfall nie. Eine Frage an Bernhard Wiesinger. Wenn Remote Work verstärkt wird, wie hoch sind dann die Herausforderungen und Kosten für die, Klammer auf, zusätzliche, Klammer zu, IT-Sicherheit? Also es ist natürlich so, dass wenn sich
alles verschiebt, gerade an Unternehmen wie uns, natürlich herausfordernd sind. Früher wurde gestreamt nur am Abend, jetzt wird den ganzen Tag mit Bildübertragung gearbeitet. Das heißt, auch die Datenmengen, die sich bewegen, haben sich hier extrem verändert. Ja. Durch auch jetzt 5G wird es möglich sein, einfach größere Datenmengen hin und her zu befördern, was dazu auch wieder führt, dass dieses gesamte von zu Hause arbeiten in Videoqualität, mit Stabilität und so weiter natürlich in ganz einen neuen Erfahrung bringt. Und hier wird sich auch sehr viel tun, von dem wir noch gar nicht wissen, was in den nächsten 5 Jahren sein wird. Also die Entwicklung, was jetzt alles möglich ist, hier auch in dem Zusammenhang des, ich sage trotzdem, neuen Arbeitens, wird extrem hoch sein. Ja, die Frage der IT-Sicherheit ist, glaube ich, genauso gegeben, wie sie bisher schon war. Ja. Du hast als Unternehmen eine sehr hohe Verantwortung, gerade auch über ganze Cyberkriminalität und so weiter, hier etwas zu tun, weil es ist mittlerweile ein lukrativeres Geschäft geworden als der klassische Einbruch, das muss man einfach sagen. Und hier geht auch die Verantwortung jedes Einzelnen einher. Dementsprechend vielleicht nicht jedes Mal sofort auf ein E-Mail zu drücken, wenn irgendetwas, ein Absender ist, den man nicht kennt und irgendein Anhang dabei ist. Ich glaube, wenn wir diese Verhalten ändern, ist es viel mehr wert, als jetzt sofort zu sprechen, wie viel Kosten wird man da hineinschießen müssen und so weiter. Das Bewusstsein schaffen, ja, es gibt natürlich durch sehr viel remotes Arbeiten noch neue Risiken. Das ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende dabei. Samantha S., ich habe dich schon lange nicht gesehen. Passiert mir immer wieder. Ewald, wie ist denn die Erfahrungswerte ganz generell bei den Unternehmen aus deiner Sicht oder der Erfahrung heraus, was die IT-Sicherheit betrifft, wenn man das, das Office verlässt und sich ins Homeoffice begibt? Das war ja eine Herausforderung, die man in dieser Größe ja vor langer Zeit nicht gesehen hat. Wir haben selber auch erlebt, das größte Problem war, was heißt, wie geht das mit der Datensicherheit, wenn dann die Mitarbeiter zu Hause arbeiten, auch mit den DSGVO-konformen Thematiken. Wie ist da der Stand der Dinge? Waren die Unternehmen oder sind sie zumindest jetzt schon Homeoffice-fit in Richtung Sicherheit? Also mit definitiv nicht. Also da sehe ich natürlich schon einen immensen Aufholbedarf, weil momentan ist einfach wichtig, dass man arbeiten kann, aber das Thema Sicherheit, sozusagen Datensicherheit, ist bei vielen Unternehmen hinten angereiht, weil man versucht einfach sozusagen den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten und die Sicherheit nach hinten zu schieben. Das wird kommen müssen, aber ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun, weil es ist wie in allen Dingen, auch wie in der Politik momentan, täglich die neuen Szenarien ist es auch bei Unternehmen, man experimentiert, keiner weiß noch, wohin die Reise wirklich gehen wird und jeder versucht einfach sein System zu finden, von jemand anderem was zu übernehmen, selbst was zu entwickeln, egal ob es die IT-Sicherheit ist, egal ob es das die neuen Arbeitsweisen sind. Also es ist ein bisschen ein Weckruf in vielen Bereichen, glaube ich. Und Unternehmen müssen sich dem stellen und stellen sich dem auch. Aber de facto ist so, Sicherheit ist momentan bei vielen nicht gegeben. Wäre es ein Thema, an den Christoph Stadlhuber die Frage gerichtet, diese Extended IT-Sicherheit einfach auch als Bürovermieter anzubieten als Zusatzleistung in Richtung Homeoffice, so einfach ja, Clouds, abgesicherte Clouds zur Verfügung stellt oder ähnliches. Und nicht mehr nur Büroflächen vermietet, sondern auch Clouds. Sie lachen schon. Ich glaube, da werden sich die Unternehmen freuen, wenn wir beginnen, Daten abzuzapfen, weil nichts anderes ist der Verdacht bei so einem Angebot, das man hinlegt. Nein, die IT-Sicherheit liegt im Bereich des Unternehmens selbst. Bernhard hat gelacht aus diesem Grund. Ja, es ist natürlich ein ganz oberes Ziel von jedem einzelnen Unternehmen, muss es sein, auf seine Daten wirklich Acht zu geben und hier einfach keine Lücken, so klein kann das Unternehmen gar nicht sein, dass es nicht doch so wichtige Unterlagen gibt, die auch zu schützen. Nächste Frage geht ein bisschen an den Christoph Stadlhuber, nehme ich an, der das kurz angerissen hat. Inwiefern wird der Kampf der Talente der Bürowelt beeinflusst, ich schätze mal durch Homeoffice und diese Thematiken? Ich glaube, die entscheidende Frage ist, lasse ich es zu? Da werden jetzt einige Signer-Mitarbeiter genau zuhören, was der Stadlhuber sagt. Er sagt aber auch hier nicht mehr zu dem Thema. Das Thema ist, lasse ich es zu? Dann ist es ein Attraktivitätsfaktor. Verpflichte es, dann kann der Schuss ins Knie gehen. Aber viel entscheidender ist beim War for Talents, was biete ich alles an? Wie attraktiv ist das Arbeitsumfeld? Ich wiederhole mich von der Lage, von der Standortqualität, von der Büroqualität, vom Umfeld. Wenn ich jetzt nur hernehme, am Icon haben wir ein Gym von John Harris gebaut. Die Büros waren noch nicht eröffnet,
aber der war voll vermietet mit all seinen, Plätzen und Karten und hat nicht daran gedacht, dass er eigentlich wirklich so viel Platz braucht, beziehungsweise ob er Geschoss mehr nimmt fürs Gym, weil das ein Attraktivitätsfaktor ist. Und das sind die entscheidenden Fragestellungen in der Zukunft, nebst den ganzen Themen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie schaut ein Karrierepfad und Ähnliches aus. Aber das, was wir als Bürovermieter, als Developer machen können, machen tun, ist auf Qualität und auf Flexibilität setzen, weil dann habe ich den Vorteil gegenüber dem Homeoffice, wo ich all das nicht habe. Ich meine, wenn wir uns halt die Arbeitswelt anschauen, auch die Arbeitsgesetze, die Arbeitsinspektoren gehen durch die Büros, die schauen sich an, die Höhe vom Sessel zum Tisch, die Belichtungssituation und Ähnliches. Das macht ja zu Hause keiner. Das gibt es ja zu Hause nicht. Jeder hat Haltungsschäden, jeder hat Kreuzweh. Nach Lockdown 6 Wochen von März bis Ende April. Das muss eine neue Büroarbeitswelt als Standard bieten. Das darf man nicht einmal diskutieren müssen. Vielleicht Ewald Stückler, vielleicht nur aus Sicht des Beraters dazu. Also ich meine, ich finde den Ansatz von dir natürlich genial, dass man wirklich die Wohnhäuser so baut, dass man auch wirklich Hubs hat, dass man eben nicht da oben sitzt in seiner Wohnung, sondern sozusagen Allgemeinflächen hat, die man nutzen kann, die ja Qualität auch haben, ähnlich einem Büroarbeitsplatz vor Ort. Ich glaube, da wird die Zukunft hingehen, wenn wir wirklich dieses Thema Homeoffice ernst nehmen und das eben nicht auf den Arbeitnehmer de facto überleiten, sondern wirklich da neue Ideen auch im Wohnbereich schaffen. Ja. Eingespielt über den Facebook-Channel, passen eigentlich noch die aktuellen Arbeitsgesetze mit dem neuen flexiblen Arbeiten zusammen? Du hast es kurz angerissen mit Arbeitsplatz etc. Wer möchte sich dazu? Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, nein, sie passen nicht mehr zusammen. Es gibt dementsprechend auch schon Arbeitsgruppen, die sich genau damit beschäftigen, was braucht es hier an neuen Gesetzen, um einfach die neue Arbeitswelt und dieses neue flexible Arbeiten auch wirklich optimal zu unterstützen. Und das sind ja nicht nur die Arbeitsgesetze, da gibt es ja noch so viel von der Bildschirmverordnung und es gibt ja so viele Faktoren, die uns momentan extrem beeinflussen. Einerseits zum Guten, weil sie sind ein guter Schutz, auf der anderen Seite ist die Flexibilität damit auch immer eingeschränkt und genau das in einen Einklang zu bringen, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung momentan. Vielleicht. Bis hin zur Pendlerpauschale und all den Themen, die natürlich da mitspielen. Ja. Na gut, die gibt es natürlich da nicht mehr. Frage für euch. Nein, ich glaube... Klar, man muss die Gesetze der Entwicklung in der Zeit anpassen, wovor man aber warnen sollte, auch alles in Richtung der politischen Arbeitsgruppen, die ja angeblich bis Ende September Ergebnisse liefern sollten, also ein paar da kommen sie noch, aber die Diskussion, die schon ein bisschen so unterschwellig kommt, ein Recht auf Homeoffice, also das finde ich gelinde gesagt einen Wahnsinn. Weil wer schaut dann wirklich, wie sind die Arbeitsbedingungen zu Hause, welche Situation finde ich zu Hause vor? Das ist ein frommer Wunsch von jemandem, der, weiß ich nicht wo, arbeitet, aber sicherlich nicht in einem ordentlichen Homeoffice. Recht auf Homeoffice, ist der Consultant, oder? Ewald? Ich meine, es ist bestimmt immer noch der Arbeitgeber die Sinnhaftigkeit eines Homeoffices für seine Mitarbeiter, weil es muss ja de facto Sinn fürs Unternehmen machen, egal ob jetzt das ein Tag ist, zwei oder gar kein Tag. Also und die Arbeitsweise für das Unternehmen im Positiven natürlich auch für die Mitarbeiter, das muss man abgelten und abtauschen, ob man was Sinn macht im Homeoffice-Bereich, weil es hat keinen Sinn, jetzt einfach zu sagen, ich spare mir was, den nehme ich alle ins Homeoffice schicke, aber die Produktivität ist auf 30% gefallen. Also ich glaube, da muss man sich wirklich jeden einzelnen Bereich anschauen in meinem Unternehmen und analysieren und dann entscheiden, Homeoffice ja, macht Sinn, macht nicht Sinn und wenn ja, in welcher Ausprägung. Das ist eine Frage an dich und die geht weit über die aktuelle Thematik Covid hinaus oder hat, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun. Welche Rolle werden zunehmende Mobilitätsangebote für Büroimmobilien haben? Naja, Mobilitätsangebote, wenn ich den richtigen Standort habe, wenn ich an einem Bahnhofsstandort bin, dann muss ich nicht mehr viel Mobilität anbieten, weil dann habe ich sie vor der Haustür oder unterm Haus oder kann direkt hineingehen. Das sind die entscheidenden Fragestellungen. Was vielleicht hier gemein sein könnte, sind natürlich die Themen, und das ist eine Herausforderung im Development derzeit, die Abstellplätze für Kfz mit E-Ladestationen, weil in Wirklichkeit würden wir es alle gerne machen, nur zum Teil haben wir gar nicht die Kapazitätsleistung der Energieversorger, dass das überhaupt möglich ist. Das sind schon Themen, denen wir uns stellen müssen oder wo wir mehr oder weniger auch einen Druck ausüben müssen.
Und wo natürlich auch die Gesetzgebung hinterherhinkt, das ist die Stellplatzverordnung. Wir brauchen nicht mehr so viele Stellplätze. Wir haben den Bedarf nicht. Wir sehen selbst bei unseren Projekten, ich meine in der Marie-Hilfer-Straße beim neuen Warenhaus halbieren wir die Anzahl der Stellplätze, weil wir es nicht mehr brauchen. Und das sind natürlich Themen, die im Development in der Zukunft ganz massiv werden. Eine Frage, die vermutlich auch besten Christoph Stahlhuber beantworten kann. Wie reagieren Banken bei der Kreditvergabe für Büroimmobilien aktuell aufgrund der Unsicherheiten? Sind sie langsamer geworden bei euch als AAA-Kunde? Nein, wir merken jetzt keine Tempoverzögerung in dem Bereich. Wie gesagt, wir kriegen die Finanzierungen, wir bauen schon seit Jahren auch im Vertrauen mit den Bankpartnern ohne Vorverwertung, weil entscheidend sind immer die letzten Quadratmeter, die man vermietet und nicht die ersten, weil die ersten sind die schnellsten, die gehen. Und wirklich gut vermieten tue ich ja dann, wenn ich im Bau schon etwas sehe, wenn der Interessent ein Gefühl dafür bekommt. Also insofern gibt es da jetzt noch keine, ich sage bewusst noch keine, weil keiner weiß, wo die Situation hingeht. Wenn Maßnahmen nochmal verschärft werden müssen, dann könnte es anders ausschauen. Aber wir sehen hier noch keine Änderung aus Sicht der Kreditfinanzierungen. Also die von anderen monierte Verlangsamung der Prozesse und vielleicht auch höhere Sicherheiten, das Thema habt ihr nicht? Thema haben wir nicht, ne. Ist die Frage, die nächste Frage, wie kann man Unternehmen, die auch nach dem Lockdown Homeoffice verweigern, dazu bewegen? Das frage ich vielleicht den Ewald. Also verweigern, bewegen, Unternehmen ist immer so eine Sache. Also es geht um Aufklärung. Man muss sich das Unternehmen einmal anschauen und danach anschauen, macht es für das Unternehmen Sinn oder macht es überhaupt keinen Sinn, generell Homeoffice umzusetzen oder wenn ja, wie? Also jetzt eine generelle Aussage zu machen, also ein Unternehmen zu zwingen, ist ein völliger Schwachsinn, weil das macht keinen Sinn, sondern es muss einfach zum Unternehmen passen, Homeoffice umzusetzen und wenn ja, wie? Aber das muss man sich von Fall zu Fall anschauen. Aber vielleicht kann ich den Bernd dazu noch ein bisschen fragen. Eigentlich ist ja diese Pandemie und Homeoffice ein Geschenk des Himmels für einen Telekommunikationsanbieter wie A1. War das ein Geschäftsvervielfacher für ein Unternehmen wie die A1? Also es hat natürlich dazu beigetragen, dass wir als Anbieter beziehungsweise auch dementsprechend für unsere Kunden extrem nachgefragt waren, hier stabile Lösungen anzubieten, um einfach dementsprechend genug Bandbreite zu haben, schnell genug zu sein, Cubes vor Ort zu haben, damit wirklich auch diese neuen Strukturen von zu Hause dann auch gelebt werden können. Da war es sicher ein Vorteil für uns auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat ja alles schon davor gegeben. Es gab das Telefon, es gab die Videotelefonie, es gab den Laptop. Also es gab ja nur individuelle Behinderungen oder Verhinderungen von Unternehmen, warum sie es nicht gemacht haben. Es war ja kein Technologie-Push, der jetzt plötzlich da war, es war ja nur ein Push im Mindset. Und das ist ja auch das Spannende und das wird auch die Frage sein, wie es jetzt weitergeht, was nehmen wir von dem neuen Mindset mit und wie wird auch die Frage, die vorher war, wie wird verfallen wir wieder in diese alte Welt, ist ja in Wirklichkeit eine Mindset-Frage und das wird das Spannende sein. Und eine Technikfrage und Netzabdeckungsfrage, weil ich habe es selber erlebt, an einem doch hochfrequentierten Standort wie der Neusiedlersee, da war keine Netzabdeckung gegeben und ihr habt so einen 5G-Cube gehabt, ihr von euch, aber funktioniert hat er natürlich nicht, klar, weil da das Netz erst aufgebaut war. Die Frage dahinter ist, wird jetzt sozusagen der Netzaufbau durch diese Geschichte beschleunigt, wird ein Gang zugelegt? Also wir haben bis jetzt, Gott sei Dank, und man sieht es auch wirklich in den letzten Jahren, einen unglaublichen Zug drauf gehabt, dass einerseits der Breitbandausbau, was aber jetzt der weitere Ausbau auch gerade in ländlichen Bereichen natürlich mit sich führt und forciert wird. Ja, wir werden weiterhin, es waren gestern ja oder letzte Woche dann auch die Frequenzauktionen jetzt, natürlich gehen damit einher auch sehr starke Verpflichtungen, Gott sei Dank, auch für uns, weil es ist natürlich auch in unserem Interesse, sehr schnell wirklich auch flächendeckende Netze hier zu haben, nämlich jetzt auch in Bezug auf 5G flächendeckende Netze zu haben. Und natürlich ist die Geschwindigkeit des Ausbaus enorm hoch und wird weiter auch von uns die Geschwindigkeit beibehalten werden. Die nächste Frage ist schon da. Wie hat sich die Krise auf den Markt für Shared Offices ausgewirkt? Immerhin können Hygienekonzepte dort ja nur schwer, in weit gar nicht, umgesetzt werden.
Na, das stimmt so nicht. Also Shared Offices kann man schon umsetzen. Es muss halt in der Planung entsprechend, wie es jetzt halt Copy Corners gibt und andere Corner, gibt es halt auch Hygiene Corner und Maßnahmen, wo man genau definieren muss, wo sind diese Hygienestationen, wie ist der Verhaltenskodex auf der Fläche, wie gehe ich mit der Fläche um, was muss ich bedenken, wenn ich zu diesem Shared Office Arbeitsplatz gehe. Also wenn es entsprechend begleitet ist, da funktioniert das de facto sehr gut. Aber natürlich muss man es begleiten und man muss Regeln dazu schaffen. Die Signa bietet ja, hat ja auch Coworker als Mieter, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre. Wie siehst du das, Christoph? Ja, genauso wie der Ewald gesagt hat, man wird im Punkt der Hygiene und Abstandsregeln hier Konzepte finden müssen und Konzepte finden, aber was natürlich die Situation derzeit ist, ist von Vorsicht geprägt. In der Expansion sind alle vorsichtig in der jetzigen Phase, auch neue Interessenten für Büroflächen. Das heißt nicht, dass sie nicht kommen, sie sind nur vorsichtiger in der Entscheidung, in der Entscheidungsfindung. Und das wird, klopfen auf Holz, wenn alles wieder normal wird, nach einer Impfung wird es auch den Shared Office Anbietern wieder besser gehen und werden die deutlich stärker expandieren können, wie natürlich jetzt. Das war nämlich meine Frage, also Hinterfrage dessen, es werden die Coworking-Mieter bei euch ein bisschen an Credibility verlieren jetzt, weil die ja zum Teil wirklich stehen. Ja, aber es stehen andere Bürosituationen auch, nicht nur die, da müssen wir alle durch, das ist jetzt so. Da braucht man auch die Kraft und die Stärke aus finanzieller Hinsicht, da durchtauchen zu können. Wenn es notwendig ist, unterstützt man natürlich auch als Vermieter, aber nur wenn es wirklich dann notwendig ist. Und wir hoffen, wie gesagt, alle, dass wir in einem halben Jahr nicht mehr über so ein Thema diskutieren müssen, sondern wieder über, wie gehen wir mit dem Aufschwung und mit dem Wachstum um. Hat sich durch Covid-19, die nächste Frage, etwas an der Maintenance von Büroimmobilien geändert, besonders bei Desinfektion? Ja, fühlt sich da berufen, alle schauen fast. Ewald, du musst, schau, ein Consultant muss ja prinzipiell berufsbedingt immer eine Antwort haben. Genau. Also ich glaube, es ist prinzipiell natürlich jetzt die generelle Reinigung ist natürlich in einen ganz anderen Qualitätslevel gekommen, weil natürlich die Oberflächenreinigung vorher vielleicht wirklich eine Oberflächenreinigung war und jetzt mit wesentlich mehr Tiefenwirkung passieren muss. Also ich glaube, die Reinigungsfirmen sind schon gefragt da und haben auch nachgezogen, was die Qualität der Reinigung betrifft. Auch wiederum zum Thema Sicherheit. Es geht immer darum, momentan Sicherheit zu schaffen für etwas, was ich nicht sehe. Vertrauen der Mitarbeiter, dass wenn ich auf die Toiletten gehe, dass ich mich vielleicht nicht anstecke. Also all diese Dinge, die wir momentan machen in den Unternehmen oder Unternehmen machen, ist Sicherheit schaffen. Und natürlich werden diese ganzen, sage ich mal, Spender, die aufgestellt werden, in Unternehmen teilweise auch bleiben, auch nach Covid. Was verschwinden wird, werden die Babyelefanten sein, da wird man halt den ganzen Zoo wieder mal im Keller parken, bis man die Elefanten wieder braucht oder hoffentlich nie mehr braucht. Auch die ganzen Plexischilder werden wir dann teilweise wieder verschwinden, manche werden bleiben in manchen Bereichen. Aber da ist de facto schon so, dass die auch die Hygiene nachgezogen hat, musste auch nachziehen. Zum Thema Nachziehen wird sich die nächste Zuschauerfrage über Facebook, wird sich durch Corona auch die Konzeption von Betriebskantinen in Büroimmobilien verändern? Also Bernhard. Ja, wir haben sie ganz aktiv verändern müssen. Wir haben in ganz Österreich 14 Betriebskantinen und natürlich gab es da zwei ganz gravierende Einschnitte. Der erste Einschnitt war, dass Externe in dieser Zeit nicht mehr unsere Bürogebäude betreten durften, was natürlich für einen Kantineur ein unglaublicher Einbuße ist, auch an Umsatz bedeutet und dementsprechend auch teilweise dann ans Existenz geht. Und natürlich haben auch wir hier versucht, ganz stark alle Regeln auch nur irgendwie zum Schutz der Mitarbeiter einzuhalten. Genauso wie in Restaurants, dass du dementsprechend Abstand, dass du Plexiglasschutz, dass die Mitarbeiter angehalten sind, halt nicht zu sechst auf einem Vierertisch zu sitzen, halb übereinander, weil sie sich eh kennen und der Virus kennt uns ja auch, so nach dem Motto, wir kennen uns, wir haben nichts. Nein, auch hier ist die Vorsicht geboten und das, was der Ewald vorgesagt hat, auch mit diesem Verhaltenskodex wird immer wichtiger. Genau das spielt auch da hinein. Wir können nicht bedingt die Kantinen radikal ändern, aber wir müssen daran arbeiten, dass sich die Mitarbeiter wirklich bewusst sind, wenn sie an diesen allgemeinen Plätzen sind, hier einfach ein hohes Maß an Selbstverantwortung zu übernehmen und dementsprechend auch aufeinander Acht geben. Wie ist es bei der Signa und den Signa-Projekten? Naja, das eine ist ein Organisationsthema, so wie Sie gesagt haben, in der aktuellen Situation.
Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten würden, würden wir unterstellen, dass Corona dauerhaft bleibt, und das tun wir nicht. Daher sehen wir jetzt relativ wenig Änderungsbedarf in der Konzeption von Betriebskantinen, wenn ich aus der Developer-Sicht, aus der Langfristperspektive komme. Ewald, vielleicht an dich auch noch ein bisschen die Frage, das ist nämlich die Pandemie, die gekommen ist, um nicht zu bleiben oder zu bleiben, wird sich langfristig oder wird diese Pandemie und die Herausforderungen und Anforderungen der Pandemie langfristig sozusagen die Konzeptionen, die Bürokonzeptionen und Arbeitswelten verändern? Wird es einen langfristigen Input haben? Also wir verändern uns ja permanent. Also die Bürowelten verändern sich ja auch und passen sich permanent an. Und wie du eh schon gesagt hast, der große Treiber ist die Flexibilität. Also die Gebäude, die Flächen müssen einfach immer flexibler werden. Die Wände werden auch immer flexibler in vielen Bereichen, dass ich sie einfach versetzen kann, um Raumgrößen anzupassen auf neue Situationen. Also die Flexibilität ist sicher das wichtigste Tool, um einfach auf, sage ich mal, Neuigkeiten zu reagieren, die ich heute noch nicht kenne, und Gegebenheiten. Eine Frage, wo ich einen Signer-Mitarbeiter verorten könnte. Ganz banal gefragt, wie werden wir in 10 Jahren arbeiten und wie richtet man den Lebenszyklus der Büroimmobilien aus? Das tue ich nicht unseren Mitarbeitern unterstellen, dass sie mich über dieses Medium hier befragen. Das könnte auch von der A1 sein oder von dir. Die Büroarbeitswelt in 10 Jahren wird eine Entwicklung nehmen, die es in den letzten Jahren schon gemacht hat, so wie wir schon lange besprochen haben, oder oftmals das Thema Flexibilität, das ist das Entscheidende, das Wichtige, weil in Wirklichkeit weiß keiner, wo entwickelt sie sich hin. Es geht ganz stark um Kommunikation, es geht um Kreativität, und Kreativität heißt nicht immer, dass es Kreativagenturen oder Marketingagenturen oder Ähnliches sein müssen, sondern wir leben in einer disruptiven Struktur, auch schon vor Corona. Und da brauche ich kreative Ideen für mein Business, für mein Geschäftsmodell und Ähnliches. Das sind die prägenden Elemente der nächsten Jahre für unsere Büroarbeitswelt. Wunderbar. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort von dir, Christoph. Und ich würde die gleiche tolle Zuschauerfrage von wahrscheinlich Signer an den Bernhard auch noch stellen wollen. Ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, auch wenn sie so banal und einfach klingt. Ich tue mir sehr schwer zu beantworten. Ich glaube auch, das Um und Auf wird einerseits sein, wieder in einer Richtung ein bisschen zu entschleunigen, wo jetzt Corona mitgeholfen hat. Auf der anderen Seite auch dieses Miteinander einfach weiterhin in Interaktion zu sein, wird ganz, ganz wesentlich sein. Wir sind dabei, viele Unternehmen irrsinnig viel zu robotisieren, irrsinnig viel zu automatisieren. Aber was dabei einfach nicht vergessen werden darf, ist, dass Mitarbeiter nach wie vor in Interaktion sind, in der gesamten Entwicklung davor sind, weil es macht keinen Sinn, irgendwelche Prozesse zu automatisieren. Ein schlechter Prozess automatisiert ist noch immer ein schlechter Prozess. Und ich glaube, das ist das, wo sich hin entwickelt, wirklich dieses Vernünftige gemeinsam, was ist der Mehrwert von dem, was wir tun und von den Prozessen, dann sind wir am richtigen Weg. Und die abschließende Frage hat der Co-Gastgeber der heutigen Runde, Ewald Stückler von TUC. Wie wird sich die Bürowelt in 10 Jahren entwickeln? Ja, wenn ich das wüsste, ich sage ganz ehrlich, wäre ich sehr weit. Nein, also du bist ja sehr weit, das stimmt. Aber de facto ist so, also die Entwicklung ist insofern, dass das Thema projektbezogene Arbeit, Zusammenarbeit, also es geht immer weiter weg von der Einzelarbeit. Also es geht immer weiter zu dem Teamspirit, dass ich in Gruppen arbeite, die auf Zeit zusammenarbeiten an einem bestimmten Projekt, dann wieder gesprengt werden, dann ergibt sich wieder neue Gruppen, es geben sich auch unterschiedliche Gruppengrößen, und all diese Dinge fordern Flexibilität der Räume, Flexibilität auch der Mitarbeiter. Also wir sind weg von diesem sozusagen monotonen Arbeiten auch in Unternehmen, und Mitarbeiter sind auch gefordert, über den Tellerrand zu schauen, aber damit sie das können, brauche ich natürlich auch die Rahmenbedingungen, dass sie über den Tellerrand schauen können. Und entsprechend dahin geht es bei den Bürowelten, dass ich einfach den Horizont erweitern lassen muss. Und dazu muss ich eben auch den Horizont schaffen. Aber das Leben ist Veränderung, und die Veränderungsgeschwindigkeit, Ewald, hat sich doch beschleunigt oder nicht? Ja, wie du gesagt hast, sie hat sich beschleunigt, ist jetzt ein bisschen natürlich jetzt da wieder ein bisschen der Druck draußen durch die aktuelle Situation, aber sie wird sie weiterhin beschleunigen, weil der Treiber ist der Markt, und es wird alles schneller,
höher, weiter. Und das, diesen Trend, den kann man nicht gut stoppen. Man kann ihn nur gut begleiten, indem man auch diese Beschleunigung durch Bereiche schafft, wo man sich wieder entschleunigen kann und Kraft tanken kann in einem Unternehmen. Das geht eben nicht im Homeoffice. Aber es muss ich noch eine Nachfrage zur Schlussfrage stellen. Entschuldigung. Thema hoch, höher, schneller, weiter. Ist künftighin das Thema Hochhäuser, Bürohochhäuser für die Signer tabu oder willst du das auch weiterhin machen? Du hast nämlich vorher so ein bisschen anklingen lassen. Nein, ich habe nur repliziert auf eine halbe öffentliche Diskussion. Das Thema in die Höhe und dichter bauen ist unumgänglich. Wir werden den Flächenverbrauch nicht dauerhaft leisten können und uns leisten können. Das heißt, wir müssen die Flächen verdichten, wir werden stärker in die Höhe gehen. Aber vielleicht eines noch zum Schluss. Ich glaube, es wird nach Corona deutlich schneller werden wie vorher. Was? Wie vorher. Was das schneller Tempo werden? Der Veränderung, weil wir Nachhol- und Aufholbedarfe haben. Es wird in gewissen Bereichen einen Aufholschub geben. Etwas, was liegen geblieben ist, wird dann schneller gehen. Und das wird eine spannende Situation sein, wie wir damit umgehen. Ich glaube nicht, dass es dauerhaft langsamer wird, sondern in gewissen Teilen wirklich eine Dynamik Pressure Groups geben wird. Also mit einem Wort, wir werden also nach der Krise, nach der Pandemie, nach der Gesundheitskrise einen Wirtschaftsboom erleben, wie wir den so nicht kennen. Wir hoffen auf einen Wirtschaftsboom, das meine ich aber jetzt gar nicht, sondern die Dynamik von Prozessen, die Dynamik der Veränderung, die wird stärker werden. Vielen Dank, ich glaube, das wäre jetzt wirklich ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Bernhard, vielen Dank, Christoph, vielen Dank, Ewald, und wir sehen uns wieder.